Heute ist es genau 2 Jahre her. Der 9. Dezember im Jahr des Herrn 1555. Den Tag werden wir hier in Kühlenburg nicht so schnell vergessen. An dem Tag starb unsere Edelfrau Elisabeth von Kühlenburg im Alter von 80 Jahren. Von dem Geld, das sie den Armen unserer Stadt hinterließ, bauen sie jetzt schon seit ein paar Monaten an einem großen Waisenhaus. Dann brauchen diese armen Waisen nicht mehr um Brot zu betteln. Und sie haben eine Bleibe. Wusstest du, dass dies das erste eigens für Waisenkinder gebaute Haus in den nördlichen Niederlanden ist? Ich habe gehört, dass da Platz ist für 48 Kinder. Schade, dass Edelfrau Elisabeth es nicht mehr selbst miterlebt. Es ist ganz in ihrem Sinne. Sie hat so viel für unsere Stadt getan. Als junge Frau war sie noch Hofdame am Hofe Philipp des Schönen. Da hat sie ihren ersten Mann kennengelernt, Jan von Luxemburg. Sie sind kinderlos geblieben. Und ihren zweiten Mann, wie hat sie den kennengelernt? Sie hat ja nach dem Tod ihres ersten Mannes relativ schnell wieder geheiratet. Antonis von Lalain war ein guter Freund ihres ersten Mannes und später auch ein wichtiger Berater von Kaiser Karl V. Mit ihm ist sie auch kinderlos geblieben. Unsere Stadt liebte sie ganz besonders. Weißt du noch, als wir sie einmal beim alten Fischmarkt sahen? Damals wurde hier gefeiert, weil vor 100 Jahren, im Jahre 1428, Edelherr Jan van Buren von den Fischweibern ergriffen und auf den Fischbänken in Stückchen gehackt wurde. Dann hätte er Kühlenburg eben nicht anfallen dürfen. Mit solchen Leuten machen sie hier kurzen Prozess. Darüber wird sich Edelfrau Elisabeth nicht gewundert haben. Sie selbst hat Kuhn Jans Sohn auf dem Markt vor dem Rathaus enthaupten lassen, weil er Protestant war. Übrigens würde es das Rathaus ohne sie auch nicht geben. Den Baumeister kannte sie noch vom Hof. Rombaut Keldermanns. Er war der persönliche Architekt Karl V. Sie hat doch auch das Altersheim bauen lassen, in dem arme Männer und Frauen jetzt wohnen können. Genau wie den prachtvollen neuen Anbau der Barbara-Kirche und die neue Turmspitze für die Jan-Kirche. Das verdanken wir alles Elisabeth von Kühlenburg.